Dann lasst uns mal anfangen. Herzlich willkommen zu meinem Talk. Freut mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, bla bla. Der Titel ist ja mein Lieblingswort in letzter Zeit, Doppelmitgliedschaftsregelungsabschaffung. Ich werde allerdings erstmal anfangen, weil ich habe ein ganzes Jahr, von dem ich berichten kann, was in so der Mitgliederverwaltung des Chaos Computer Clubs passiert ist. Und dann werde ich das Thema Doppelmitgliedschaftsregelungsabschaffung oder DMRA, wie ich es auch kurz nennen, am Ende ein wenig aufrollen. Die Idee ist, ich mache eine Dreiviertelstunde. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr danach noch eine Viertelstunde die Fragen rauskloppen. Okay. Ich versuche übrigens einen netten Mix aus, wie ich so schön sage, Fakten und Fuck-Ups zu erreichen, dass wir auch informativ, aber unterhaltsam diesen Vortrag gestalten können. Also, das ist nicht der erste Vortrag, den ich halte. Ich habe ja die letzten zwei Easter Hacks auch schon Vortrag gehalten über das CCC Office und die Arbeiten, was die Software und alles angeht. Durchaus unterhaltsam. Ich kann euch das empfehlen, einfach auf media.ccc.de anzuschauen. So, jetzt noch natürlich auch noch mal ein kleiner Hinweis. Ich mache das Office nicht alleine. Da sind wir ein Team. Wir sind insgesamt so 5-6 Leute. Da ist zum Beispiel die Pico, die auch heute im Publikum sitzt da hinten. Winkt mal ganz lieb. Hallo. Sehr schön. Und ansonsten haben wir dann Yamalaka, den Webstore. Der Webstore macht jetzt gerade Babypause. Die Net, die muss jetzt gerade Prüfungen machen für ihren Ausbildung. Ja, und ich bin dabei. Das Faultier ist gerade leider nach Kiel gezogen. Aber ne, wir haben da auch ab und zu mal Durchwechselung. Also ich mache das nicht alles alleine. Das ist natürlich schön. Ich bin nicht der Einzige, der so viel weinen muss. So. Ich habe eine neue Software. Also, wir haben eine neue Software. Diese neue Software ist noch nicht ganz fertig. Das ist das Activity Chart hier auf dem GitLab, wo ich das entwickle. Leider gibt es da noch nicht ganz so viel Contribution, wie ich mir das wünsche. Aber man sieht zum Beispiel sehr gut, dass ich im September 2 Wochen Urlaub hatte, dass es im Dezember 1 Woche Kongress gab und im März war ich, glaube ich, noch 1 Woche krank. Aber es ist viel Spaß. Naja. Aber es gibt natürlich Contributions und an der Stelle möchte ich mich auch vielmals bedanken bei den Leuten, die geholfen haben. Also das Rigo-Treffen zum Beispiel hat eine sehr schöne Willkommensmail für die Neumitglieder geschrieben, was ein häufiges Problem war, wenn man als CCC, als Antragsteller für eine Mitgliedschaft dem CCC nahe kommt, irgendwie übers Web oder sowas auf den gekommen ist und nicht irgendwie erst über die Leute, dann hat man meistens keine so eine genaue Vorstellung, wie überhaupt so eine Mitgliedschaft funktioniert. Und dann kriegt man so eine Mail, da heißt es, herzlich willkommen beim CCC, übrigens, du musst Geld zahlen und dann hörst du nie wieder was von uns, bis du kein Geld gezahlt hast und wir sagen, hey, wenn du uns kein Geld zahlst, können wir unsere Arbeit nicht machen, wäre total dufte, wenn du wieder Geld zahlst. Und dann sind die Leute so ein bisschen, ja, Alter, was soll das? Alles, was ich von euch kriege, ist Zahlungserinnerung. So, ja, das ist leider normal so. Ich habe da auch einen Textbaustein, der dann erklärt, du kannst euch dann mal am besten an deinen Chaos-Treff oder Erfa in deiner Gegend wenden. Und es wäre ja so viel cleverer, wenn man das als Neumitglied gleich am Anfang mitgeteilt bekommt und die Leute auf dem Regio treffen, haben eine wunderbare Mail, die das alles mal zusammenfasst, wie der Club so ein bisschen funktioniert, wo man sich hinwenden kann, geschrieben. Und ich glaube, das hilft schon echt viel, einfach mal den Leuten Infos zu geben. Ja, dann hat Mepsi einen Kassenexport geschrieben. Da freut sich, glaube ich, insbesondere das Kassenteam des Kongresses drüber, weil es gibt ja die Ermäßigung von, was ist das derzeit, 10 Euro für Mitglieder. Und dafür muss die Kasse natürlich wissen, ob das Mitglied auch seine Mitgliedsbeiträge bezahlt hat. Und dann gibt es den Datendump. So, und ich bin ja überhaupt kein Webmensch, aber diese neue Vereinsverwaltung ist auf Webtechnologie basierend. Und insbesondere Briefe generieren, funktioniert dann so mit HTML und CSS. Total spannende Technologie, empfehle ich euch nicht. Aber der Zack McCrack hat mir so viel HTML beigebracht auf dem Kongress, dass ich immerhin einen Brief gestalten konnte, den man auch ausdrucken kann. Ja, also, weiß nicht, ich muss euch einmal ein Eis ausgeben oder so. Vielen Dank. So. Ein paar Änderungen, die es jetzt gibt, mit dieser Software, die wir jetzt seit einem Jahr ungefähr benutzen, das war ziemlich genau zu Ostern letzten Jahres, dass wir, also kurz davor, dass wir die angefangen haben, produktiv zu benutzen. Und eine Neuerung für alle Mitglieder, die teilweise noch zu Missverständnissen und Komplikationen führt, ist, dass wir jetzt im Gegensatz zu früher, da haben wir es nämlich so gemacht, da haben wir Geld, das einkam, einfach in Tage umgerechnet quasi und auf das Bezahlt-Bis-Datum der Person
hochgerechnet, ja. Also wenn du, keine Ahnung, statt 72 Mitgliedsbeitrag 73 Euro gezahlt hast, haben wir dann noch versucht, irgendwie, weiß ich gar nicht, 2,5 Tage obendrauf zu rechnen auf dein Bezahlt-Bis-Datum. Das ist furchtbar. Jetzt haben wir das Modell anders umgestellt. Und zwar gibt es ein Guthaben. Und dann wird deine Buchung erstmal auf dieses Guthaben raufgeworfen. Und dann gibt es die Gegenbuchung einmal im Jahr, die eben deine 72 Euro runterzieht. Und dann hast du halt einfach eine Differenz oder auch nicht, die dann sagt, okay, du hast noch 5 Euro für den nächsten Beitrag oder du hast halt minus 5 Euro, weil du zu wenig gezahlt hast. Viel einfacher. Verwirrt aber viele Mitglieder in der E-Mail. Also wir haben jetzt schon irgendwie die dritte Variante, das zu beschreiben, in der Datensatz-E-Mail durch. Und es gibt immer noch Leute, denen wir das leider erklären müssen nochmal. Wir lernen es sicher noch irgendwie. Wir kommen dem Ziel näher. Okay. Eine sehr spannende Sache. Wir können jetzt UTF-8. Also wir, mehr als ASCII. Es ist sehr toll. Und am 1.9.2017 schon, war es dann auch so weit, dass die erste Person ankam und mal einen Namen, der wirklich UTF-8 brauchte, eintrug. Es war jemand mit thailändischem Namen, halt original. Also keine Ahnung, was ich da eingetragen habe. Ich habe nur Copy und Paste gemacht. Aber meine Vermutung ist, dass man es ungefähr Vinglang ausspricht. Aber echt, keine Ahnung, was ich da reingeschrieben habe. Ne? Aber wir können es. Naja, Hauptsache die Post kommt an. So. Aber diese Entwicklung, die wir gemacht haben, diese Software, nochmal zur Rekapitulation, das habe ich letztes Jahr erzählt, die ist ja von den Leuten aus dem Chaosoft geschrieben, wofür ich super dankbar bin, das ganze Office-Team. Allerdings haben sie das auch so ein bisschen als Lernfeld für Python genommen. Sie haben also auch selber dort mit diesem Projekt Python gelernt. Und das sieht man im Code teilweise an. Und außerdem waren sie nicht aktiv in der Position, eine Mitgliederverwaltung zu benutzen, sondern haben eigentlich mehr so im Geek-End, wo wir uns getroffen haben, das Wissen aus dem Office-Team rausgesaugt und versucht umzusetzen. Und auch dann, nachdem wir das ein Jahr lang benutzt haben, sind da viele Dinge aufgefallen, okay, das kann man anders machen, das kann man besser machen. Und ich sag mal, die Software, die wir jetzt haben, ist ein super geiler Start und im Gegensatz zu dem, was wir vorhatten, ein enormer Fortschritt. Aber es geht noch mehr. Und vor allem geht es auch hübscher. Und vor allem allgemeiner und flexibler, universaler. Wir hatten viele, viele Leute, die dann ankamen und sagten, hey, können wir das auch für unseren Erfa benutzen? Und wir so, das ist ein bisschen schwierig. Aber vor allem kommt auch dazu, dass der CCC e.V. einige Besonderheiten in seiner Vereinsverwaltung hat, die an Erfa einfach überhaupt nicht passen. Also Doppelmitgliedschaften ist so ein Beispiel. Beziehungsweise die müssten beim Erfa ganz anders aussehen. Ja, und dann gab es halt auch die Idee, okay, lasst uns doch mal treffen und gucken, wie denn so eine Vereinsverwaltung für Erfas aussehen muss. Und da ist diese Biro-Gruppe draus entstanden. Das ist jetzt auch schon über mehrere Geekends entstanden. Da haben sich die ganzen möglichen Mitgliederverwaltungsleute aus verschiedensten Erfas und zusammengesetzt und geguckt, was muss so ein Teil können, wie soll das aussehen, damit es schön flexibel ist. Und es gibt dann also schon ein Code-Repository, das ihr dort seht. Unten ne, github.com, biro, kann man sich sicher gut merken. Da ist schon ein Stand drin, damit kann man schon sogar produktiv arbeiten, aber es ist noch lange nicht fertig. Der Checkspace nutzt es sogar schon. Und das ist sehr schön. Und die Idee ist auch so ein bisschen, dass wir vom Office dann vielleicht später auch mal diese Software nutzen können, wenn die dann soweit ist, dass sie alle Office-Funktionalitäten drauf hat. Ja. So, E-Mails. E-Mails sind hart. Ich würde gerne lieber einkaufen gehen, aber ja, nein. Ich habe eine Mitgliederverwaltung dort an den Händen. Das Problem, wie ihr vielleicht festgestellt habt, habe ich das, diese Folie in den Farben der Schar, im Design der Schar gemacht. Das war das Hackercamp der Niederländer letztes Jahr im August. Cooles Hacker-Camp. Ich habe dort viel rumgehangen und Spaß gehabt und an GPG und E-Mails gecodet. Als ich also dort war, habe ich festgestellt, die GPG-Bindings für Python, das ist so ein schwieriges Feld, weil
Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine offiziellen Bindings. Das waren also alles irgendwelche Leute, die versucht haben, die GPG-Binary zu wrappen mit Python. Und wirklich also, hier ist der Befehl, wie sieht die Ausgabe aus? Ne? Und haben dann also die Textausgabe geparst und da die Infos rausgeholt. Und sobald auch nur irgendwie ein bisschen was anders war, ich weiß nicht, also es gibt viele Stellen, wo das brechen kann, kam komisches Zeug bei rum. Das habe ich auf der SHA festgestellt. Zum Beispiel, wenn es einen Fehler bei der GPG-Signierung gibt, man könnte einen Fehler werfen oder man kann einfach eine leere Rückgabe machen. Ne? Okay, das ist dann also zu dem Zeitpunkt gerade gewesen. Wer von euch hat denn eine leere E-Mail vom Office bekommen? Was? Das sind jetzt ja gerade nur 4, 5 Leute? Das 6? Das glaube ich ja gar nicht. Da auch noch einer, okay. Aber das ist ja erstaunlich wenig. Ich hätte gedacht, jetzt gehen alle Hände hoch. War nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Wie viele Leute haben GPG-Keys beim Office? Halt, halt. Oh, wichtiger Punkt. Hier kam gerade die Frage, wie viele Leute denn einen GPG-Key haben. Moment. Das betrifft alle E-Mails, denn alle E-Mails des Offices werden immer mit dem Office-Key signiert. Und wenn die Signatur fehlschlägt und GPG einfach nichts zurückgibt, kommt halt einfach auch nichts in die E-Mail geschrieben. Und dann haben wir eine leere E-Mail versendet. Das heißt, es hat egal wen betroffen. Okay, es hat nicht Doppelmitglieder betroffen, die nicht in der CCCEV-Datenbank korrekt eingetragen waren oder sowas. Also es hat überhaupt gar keine Doppelmitglieder betroffen, weil Doppelmitglieder hat der CCCEV nicht angeschrieben, sondern die wurden von den ERFAs nur direkt verwaltet. Okay. So, dann war ich mal wieder auf einer Veranstaltung, ich habe ja gerade erwähnt, Biro. Da sind wir dann im Checkspace gewesen und haben diskutiert, was kann man denn alles toll machen, damit so eine coole Mitgliederverwaltung gebaut werden wird. Und während wir also tagsüber darüber gesprochen haben, habe ich dann nachts noch gesessen und nochmal GPG-Bindings programmiert. Darum auch das Symbol des Checkspace unten. Aber ich habe also viel Zeit in den Tagen da verbracht, mich mit GPG rumzuschlagen. Falls ihr Fragen zu GPG habt, ich kann euch alles Mögliche erzählen. Insbesondere mit Python in Verbindung. Na gut, aber E-Mails absenden ist ja auch eine Sache, das funktioniert jetzt, weil es ja eine webbasierte Anwendung ist. So, es gibt einen Link, da klickt man drauf und der heißt halt irgendwie Mails versenden und dann gibt es eine Queue, wo die ganzen Mails drin liegen und dann geht halt der Web-Request raus und der Web-Request antwortet so lange nicht, bis alle E-Mails aus dieser Queue rausgesendet werden. Da wird dann zum Beispiel währenddessen der GPG-Key im Hintergrund von den Key-Servern geholt und naja, ist ja für den einfachen Einstieg ganz wunderbare Lösung, bis zu dem Zeitpunkt, wo man versucht, 7000 Mails auf diese Weise rauszuhauen. Weil, ja, was dann passiert ist, nach ungefähr 45 Minuten steigt der Webserver aus und sagt, haha, Timeout, ich mache mal Neustart und verarbeitet den Request von vorne. Wer von euch hat innerhalb von irgendwie wenigen Stunden exakt identische Mails bekommen? Ah, das sind jetzt schon mehr. Das sind hier spontan, da sehe ich so ungefähr 12 Leute, die Hände hochheben, ja. Das war der Hintergrund. Nach 45 Minuten gibt es einen Timeout vom Webserver und er sagt, ich mach's nochmal. Ja, das sind so alles Sachen, die man einfach lernt, ne? Naja. Okay, dann auch ein großes Mysterium, das ich heute allgemein lüften werde. Wer ist 0x70 blablabla 4220b? Es gab nämlich mal auch eine Charge, ich glaube, das ist sogar zweimal passiert, mit E-Mails, die nicht mit dem Office-Key signiert waren. Und dann kamen Leute tatsächlich, ungefähr 15 von etwas über 6000, die so eine Mail bekommen haben, die zurückgemeldet haben, gefragt, was ist das für eine Signatur? Das ist ein Key, den wir zum Testen im Repository von dem Tool drin haben. Und durch ein Problem, also im Endeffekt ein Missverständnis davon, wie die Python-API für GPG funktioniert, ist der falsche Key für die Signatur ausgewählt worden. Und nicht der eingetragene in den Settings, sondern der aus den, also es gibt nur Settings für den Test, Settings für Produktivbetrieb und es wurden einfach die Test-Settings genommen. Und darum gab es dann eine Signatur mit diesem Key. Jemand Findiges hätte das vielleicht im GitHub-Repository finden können, aber naja.
Werden von euch alles falsch signierte Mails bekommen und das auch bemerkt? Hm, oh, null Leute. Ah, dieses sicherheitsbewusste Publikum hier, ich merke schon. Naja. So. 1996, ja. Das Ding ist, GPG ist schon alt. Ja. Und Leute nutzen das schon echt lange. Ich habe auch noch einen Key aus den 90ern, den benutze ich schon lange nicht mehr, liegt noch auf den Servern. Aber versucht mal mit einer aktuellen GPG-Version einen Key von 1996 zu importieren. Das könnt ihr vergessen. Also erst war ich sehr verwirrt, denn der Fehler, der mir in die Ohren flog, war ein UTF-8-Encoding-Fehler beim Import eines Keys. Und ich so, was? Wie kann das angehen? Hat da jemand UTF-8 reingeschrieben in sein Namensfeld oder so was? Nee, nee. Aber wie gesagt, wenn man einfach nur die Ausgaben parst von der GPG-Binary, dann sind die Fehlermeldungen manchmal ein bisschen off. Stellte sich raus, das ist ein altes GPG-Key-Format, das in den neueren GPG-Versionen nicht mehr unterstützt wird, aber GPG hat sich entschieden, nicht gleich beim Anfang des Parsens zu sagen, hey, sorry, das Format unterstütze ich nicht mehr, sondern einfach später im Prozess der Verarbeitung einen Fehler zu werfen. Was natürlich auch eine total geile Designentscheidung ist, wo ich mich auf der Devil-List beschwert habe und mir dann eigentlich gesagt wurde, Alter, ist gut so, halt den Maul, halt's Maul. Freundlich haben sie es gesagt, aber es war ganz klar, nein, da kümmern wir uns nicht drum. Naja. Das ist auch so spannendes Zeug, was ich gelernt habe. Und dann gab es tatsächlich irgendwann sogar auch offizielle Python-GPG-Bindings. Die benutzen wir jetzt auch. Damit ist schon mal viel besser, sehr viel stabiler. Die Fehlermeldungen funktionieren sauber. Wenn es einen Fehler gibt, gibt es auch eine Fehlermeldung. Das ist schon mal ganz cool. Naja, und dann gab es noch ein paar mehr Meldungen. Aber ich glaube, da werde ich jetzt nicht so genau eingehen. Das sind dann mit dem offiziellen GPG-Binding so ein paar Fehlermeldungen gewesen. Ey, ganz ehrlich, es ist ein ganz großes Gefrickel mit GPG, was man da alles beachten muss. Man muss Environment-Variablen setzen, damit dein GPG-Python-Binding sauber funktioniert. Du musst dafür sicherstellen, dass irgendwelche Devices mit dem GPG-Agent vernünftig kommunizieren können, die Permissions richtig gesetzt sind. Es ist viel zu beachten. Du brauchst einen Pin-Entry-Daemon oder irgend sowas Zeug am Laufen. Selbst wenn du wenn du den Pin gar nicht direkt eingibst. Also ne, du lässt ja nicht irgendwie ein Pop-up hochkommen in der Software und gibst dann den Pin ein bei uns, sondern das ist in der Config drin. Aber musst du alles trotzdem am Laufen haben. Schönes Geraffel. Naja. Aber hey. Inzwischen läuft es ganz gut. Bin froh, es läuft jetzt sauber, ohne Probleme. Aber Zahlungen sind auch hart. Tatsächlich haben wir recht lange gezögert, bevor wir die Zahlung für die Mitgliedsbeiträge importiert haben. Was wir da machen, ist, wir nehmen halt das CSV von der Bank, machen einen Upload in dem Webinterface und liest das dann aus und sagt, ha, hier, ich glaube, da habe ich die Chaosnummer X entdeckt und ich ordne das mal hier irgendwie zu. Wunderbar. Als wir dann losgelegt haben, lief das auch recht gut. Es gab noch irgendwie kleine Hiccups, dazu gleich mehr. Aber wir haben ein kleines Problem gehabt. Es war ein bisschen dämlich einfach nur auf unserer Seite. Wir haben zu lange gewartet, weil das Webinterface der Bank hält halt nur 100 Tage vor. Und naja, ich möchte euch auf jeden Fall dieses Projekt vorstellen, Tabula. Das ist wunderbar, um Daten aus PDFs, die man von der Steuerberaterin angefragt hat, wieder zu extrahieren und wieder zu CSVs zurückzuführen. Damit kann man auf jeden Fall wieder dann die Daten, die man nicht aus dem Webinterface der Bank geholt hat, auch wieder in die Mitgliederverwaltung reinstopfen. Kann ich nur ans Herz legen. Naja. Aber damit waren noch die Probleme nicht zu Ende. Hier, so sieht das aus in dem Webinterface. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen was geschwärzt, ne, persönliche Daten und so. Man sieht da links irgendwie eine Chaosnummer, hat 72 Euro überwiesen. Dann ist hier bei New Value, das ist das Guthaben, hat also jetzt irgendwie 72 Euro Guthaben auf seinem Account. Das ist irgendwie am 20. Juni passiert, bla bla. Da rechts war noch irgendwie der Verwendungszweck von der Überweisung. Alles hübsch. Bis man dann feststellt, wir arbeiten mit Cent, nicht mit Euro.
Und da kommen also komische Beträge zusammen wie, hey, du bist noch 71,28 Euro. CSVs von der Bank werden manchmal heimlich umgestellt und dann wird aus dem Punkt ein Komma und sowas. Wozu sowas ankündigen? Ja, wem ist denn das passiert, dass er irgendwie so 72 Cent zugewiesen hat, als anstatt 72 Euro, nicht? Nee? Das ist beruhigend. Eine Person da hinten, okay, doch. Ja, es gibt, da gab zum Glück nicht allzu viele Fälle. Naja, aber großartiger Spaß gewesen. So, dann, das ist, glaube ich, mein Lieblingsfehler, 2017. Wer von euch hatte ein Zahldatum, also deine letzte Zahlung war am Datum 2017? Hatte das jemand von euch? Niemand? Ah, okay. Ja, auch sehr spannend. Ich habe bei einigen Sachen zum Probleme fixen und so weiter die CSV von der Bank erstmal in LibreOffice importiert und mir angeschaut. Das ist halt bequem, um irgendwie ne, durchzugehen, hier, was ist denn das Problem, warum hat der Import ein Problem, bla. LibreOffice macht etwas ganz, ganz Hübsches. LibreOffice importiert vierstellige Jahreszahlen, zweistellig in der Anzeige, ne, aber das Datum ist vierstellig in der Zelle gespeichert, aber wird nur zweistellig angezeigt, die Jahreszahl. Und wenn man es dann als CSV wieder exportiert, wird es aber nur zweistellige Jahreszahl exportiert. Das ist total cool. Mit einer zweistelligen Jahreszahl hat Python irgendwie sich gedacht, das meinten bestimmt irgendwie nochmal 2000 Jahre in der Zukunft, oder? Ja, okay. Das betraf ungefähr ca. 768 Datensätze. Naja, also ihr könnt euch vorstellen, ich habe auch einige Skripte geschrieben, die über Datensätze gegangen sind und Jahreszahlen korrigiert hat. Dann wurde immer in den Kommentar reingeschrieben, Datum der letzten Zahlung korrigiert. Also wer hat sowas in seinen Kommentar drin stehen gehabt? Keiner von euch? Niemand? Ei. Da. Ich, ja, das ist eine... Ja, also okay, ich merke, hier kommt der Einwurf, ne? Die Leute lesen ihre Mails nicht. Ich glaube, das glaube ich euch sofort. Naja. Okay. Aber ja, was haben wir denn noch gemacht? Neuerdings, wir haben ja immer Mails versendet. Jetzt machen wir auch konsequenter auch Briefe. Das heißt insbesondere, wenn wir eine Mail haben, die wir, ein Mitglied haben, das wir per Mail nicht mehr erreichen können, weil die Mail zum Beispiel bounced, dann schreiben wir auch, generieren wir Briefe und schreiben die. Also es ist einfach ein PDF, das generiert wird und dann fällt da so ein ZIP-File runter und mit dem ZIP-File läuft man zum Kuvertierdienst und sagt, bitte einmal alles eintüten und versenden. Ausdrucken, eintüten, versenden. So. Ich meine, Brief generieren, was kann da schon schief gehen? Falls euch jemand, also falls ihr mal Fragen zu CSS Margins habt, bitte fragt mich nicht. Zum Glück. Also Siemens ist auch so ein Profi, ja, okay. Also, da muss ich sagen, das ist alles zum Glück gecatcht worden, bevor es rausgegangen ist. Aber es ist trotzdem eine furchtbare Sache. Naja, man lernt dazu. Zum Beispiel habe ich auch gelernt, also ich bin ja so ein Linux-Nutzer, ja, dieses Windows. Ich habe das auch schon mal, also als Kind und so, aber so vertraut bin ich halt doch nicht mit. Was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, wenn man PDFs generiert, muss der Dateiname auch für Windows lesbar sein und wir haben einfach die Subject-Line der E-Mails genommen und da ist ein Doppelpunkt drin und dann kannst du das ZIP-File nicht mehr auf Windows extrahieren. Ja, dann fährst du einmal umsonst durch die halbe Stadt mit dem Fahrrad zum Kuvertierdienst, kannst gleich wieder nach Hause fahren und die PDFs nochmal in dem ZIP-File umbenennen und wieder zurückfahren. Ja, ist gut für meine Linie. So, aber auch, wir generieren ja nicht nur irgendwie 1, 2, 3 Mails, Briefe, sondern auch ein paar mehr Briefe. Und da habe ich diesen Fehler kennengelernt. Ich habe 16 GB RAM, 8 GB Swap und nach nur 20 Minuten PDF generieren mit 8800 Seiten wurde schon mein Prozess gekillt. Ich verstehe das gar nicht.
Naja. Aber gut, das kann man auch alles anders gestalten. Das funktioniert jetzt auch. Man muss halt nicht immer alles im RAM vorhalten. Man kann das ja auch irgendwie häppchenweise schon mal rausrendern oder so. Naja. Okay. Das sind so ein bisschen Fakten und Fuck-Ups aus dem Office-Alltag des letzten Jahres gewesen, mit denen wir viel Spaß hatten. Ach, wir haben so viel gelacht, das war schön. Ne? Gut, aber ich dachte, ich gebe euch noch mal ein paar schöne Zahlen, weil ich finde es immer schön, ein bisschen so zu verstehen, wie sieht es denn aus mit der Mitgliederbasis, was gibt es irgendwie an interessanten Dingen. Und ich habe euch diesmal zwei Zahlen produziert. Das eine ist jetzt eine Zahl, das sind die Anzahl der Rückläufer von Briefen. Wenn wir Briefe rausschicken, wir haben jetzt im Januar angefangen, dass wir monatlich prüfen, welche Mitglieder sind mehr als 2 Monate im Zahlungsrückstand. Die bekommen eine E-Mail. Wenn diese E-Mail nicht gesendet werden kann, weil, ne, dann Brief. Wir haben im Januar 723 Briefe rausgeschickt. Und bis jetzt sind davon 230 Briefe zurückgekommen mit unbekannt verzogen. Das macht also eine Rate von 31,8%, wo wir tatsächlich Briefe zurückbekommen. Das finde ich leider schon ein bisschen hoch, aber das liegt wohl auch daran, dass wir einfach ein bisschen Rückstand hatten. Im letzten Jahr haben wir es nicht geschafft, eine Briefmahnung zu machen, weil wir mit der neuen Software so beschäftigt waren. So, da sind wir jetzt wieder auf dem Stand, dass das jetzt monatlich passiert. Und da merkt man eben, dass sowas rausfällt. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass diese Zahl demnächst sehr schnell runtergehen wird. Aber ich befürchte, ich habe mal mit Leuten gesprochen, die bei großen Unternehmen arbeiten, im Kundenkontaktservice und so weiter. Und die sagen, eine Rate von 10% Rückläufern oder Mails, die bouncen, ist durchaus normal für Großunternehmen. Aber ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, da runterzukommen oder nicht. So, andere Zahl, wo wir vorhin bei GPG waren. Ich habe einfach mal, ne, per SQL auf der Datenbank nachgefragt, wie viele von den Mailadressen, die wir in unserer Datenbank haben, haben einen GPG-Key dazu abgespeichert. Ja, Frage dazu. Also es gibt eine Mail, die rausgeht, wenn ein GPG-Key nicht funktioniert. Dass wir sagen, hey, dein GPG-Key funktioniert nicht, bitte update das mal. Diese Mail schicken wir übrigens immer genau in dem Moment raus, wo wir versuchen, diesem Mitglied eine Mail zuzuschicken. Das heißt, die ist nicht irgendwie periodisch oder sowas, sondern die ist immer dann, wenn ein Key nicht funktioniert und wir einem Mitglied was schicken wollen. So. Die Frage war jetzt, ob das berücksichtigt wurde bei dieser Statistik. Hier wurde nur geguckt, ob überhaupt ein GPG-Key-ID in dem Datensatz eingetragen ist. Ungültig, unabhängig davon, ob die GPG-ID als ungültig oder sonst wie festgestellt wurde. Ja, aber einfach nur 13,3% unserer Leute in unserem Datensatz, ja, das ist nicht mal die 13,3% der Leute, weil man kann ja mehrere E-Mail-Adressen angeben, ne? Aber so grob 13% geben tatsächlich einen GPG-Key an. Ich sag mal, für den allgemeinen Bevölkerungsdurchschnitt ist das super. Für den CCC wünsche ich mir mehr. Na gut. So, jetzt endlich zu dem spannenden Thema Doppelmitgliedschaft. Ich versuche wirklich, das Wort DMRA zu vermeiden. Aber erstmal, kleiner Disclaimer davor. Als ich im Office anfing, vor, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahren, es kann schon 10 gewesen sein, vielleicht waren es auch erst 8, ich müsste nachrechnen und nochmal überhaupt erinnern, wie ich anfing. Da gab es diese Regelung schon. Ich bin ja irgendwie der, keine Ahnung, die x-te Generation gewesen, die jetzt das CCC Office macht und bin derzeit der am längsten darin Beschäftigte, also von den Aktiven derzeit. Aber auch ich weiß nicht die Anfänge. Ich weiß nicht, wie die Diskussionen aussahen, wo es losging mit, hey, wir wollen so eine Doppelmitgliedschaft aufsetzen, wie dieses Konzept entworfen wurde, welche Hintergedanken es da alle gab. Da können wir gerne nochmal die alten Hasen zusammensetzen und mit denen zusammen diskutieren und befragen, was die Motivation war. Aber ich werde euch erzählen, was ich weiß. Und das ist nämlich das erstmal, was dieses Modell ist. Und dann auch, warum es sie gab, aus den Gründen, die ich gehört habe. So. Erstmal, die Doppelmitgliedschaft war die Idee, dass Mitglieder des CCC-EVs, ne, das ist ja so eine Art Verband, der keinen Hackerspace betreibt, Verein, der keinen Hackerspace betreibt. Und deshalb ist es für ein CCC-Mitglied üblicherweise interessant, auch in einem ERFA-Mitglied zu sein, der tatsächlich einen Hackerspace betreibt und vor Ort Aktivitäten ausführt. Ne, Erfahrungsaustauschkreis. So, und
Wenn man also zwei Mitgliedschaften schon hat, die ja im Endeffekt eigentlich ideologisch sehr verwandt sind, dann wäre es doch total schön auch für so ein Mitglied, wenn es eine Stelle hat, dass diese verwaltet. Und das ist dann üblicherweise der ERFA, wo man auch lokal zugegen ist, den mal direkt ansprechen kann, wenn es ein Problem gibt und nicht nur irgendwie so eine E-Mail-Adresse. Das heißt, ja, diese Mitgliedschaft wird also verwaltet von dem ERFA. Das heißt, der ERFA muss uns dann auch Daten zukommen lassen, wie zum Beispiel, hey, das Mitglied hat eine neue Adresse oder das Mitglied ist ausgetreten. Und es muss auch den Mitgliedsbeitrag für den CCC e.V. weiterleiten an den CCC. Ja. Warum? Das eine ist natürlich Dezentralität. Das fordern wir auch immer wieder. Das steht, glaube ich, sogar in der Präambel unserer Satzung oder sowas drin. Ich weiß es gar nicht. Müsste mal gucken, wo die Dezentralität, ich glaube, es steht in der Satzung als Vereinszweck drin, Dezentralität fördern. Irgendwie sowas. Da nicken ganz viele Köpfe. So. Und in dem Sinne ist das auch sicherlich sinnvoll. Ein schöner Effekt davon auch, den einige ERFAs sehr schätzen oder geschätzt haben an der Doppelmitgliedschaft, ist, dass die ERFAs stärker in die Arbeit des großen Cs eingebunden sind, dass sie sich ein bisschen näher fühlen, dass sie einen Teil der Verantwortung des Gesamtvereins tragen und eben auch Teil davon sind und nicht nur irgendwie so ein losgelöster Verein, der für sich selber steht, aber den gleichen Namen trägt oder sowas, also den gleichen Namensteil. Naja, und natürlich die Arbeitslast zu verteilen. Wenn der CCC e.V. irgendwie nicht alle Mitglieder verwalten muss, sondern es auch einen Teil gibt, die ERFAs verwalten, ist die Idee natürlich, dass im Office weniger anfällt. Aber wie gut lief es denn? Naja, Geld und Mitgliederdaten müssen auch weitergereicht werden. Idealerweise muss man das nicht irgendwie andauernd einfordern. Realität war leider ein bisschen anders. Also da gab es wirklich alles von es hat gar nicht funktioniert, bis es hat perfekt funktioniert. Es gab viele Sachen, wo es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wie man so einen Datensatz behandelt. Zum Beispiel, muss man wirklich die Postanschrift des Mitglieds in den Datensatz eingeben oder reicht vielleicht auch die Handschrift des Hackerspaces? Wenn wir als Office bzw. ne, der CCC e.V. dann was rausschicken möchte an dieses Mitglied, gibt das dann ein Problem, wenn das nur die Hackerspace-Adresse ist und wir uns darauf verlassen, dass der sein Fach in diesem Hackerspace oft genug prüft? Ja, solche Sachen werden von den ERFAs dann unterschiedlich gehandhabt und das macht natürlich auch Probleme. Unterschiede in der Handhabung, wie zum Beispiel, wenn ein Mitglied zu seinem ERFA sagt, ne, Doppelmitglied jetzt, ich möchte austreten. Da haben einige ERFAs gesagt, ja wunderbar, kein Problem, können wir machen. Und denk dran, du bist auch ein CCC-EV-Mitglied, das sind zwei verschiedene Mitgliedschaften, möchtest du da auch gleich mit austreten? Machen wir auch für dich und leiten das weiter. Dann haben die Mitglieder meistens gesagt, ja wunderbar, weil irgendwie nur in dem einen macht nicht so viel Sinn. Und dann gibt es ERFAs, die haben gesagt, ja wunderbar, du bist jetzt hier irgendwie im CCC-ERFA, wo du dich gemeldet hast, ausgetreten, aber dass du im großen C auch noch Mitglied bist, das müssen wir dir jetzt nicht auch mal irgendwie erzählen, oder? Und die sind dann ziemlich überrascht gewesen, wenn dann plötzlich die Nachricht kommt, hey, übrigens, du schuldest den großen C noch 72 Euro. Und die so, was, ich bin doch ausgetreten. Und so, ja, nicht aus dem CCC e.V. Ja? Ja, man muss, also das wurde auch sehr inkongruent von den ERFAs gehandhabt, auch wenn man da öfter schon mal gesagt hat, nee, teilt den Mitgliedern das bitte mit, macht denen das klar. Aber gut. Ja, warum konnte es also so nicht weitergehen? Klar, der Vorstand braucht eine klare Möglichkeit, verlässlich die Daten seiner Mitglieder zur Hand zu haben. Das ist ein wichtiges Werkzeug, um den Vereinszweck zu erfüllen, keine Frage. Und natürlich gibt es dann auch das Risiko von Beitragsausfällen, wobei, jetzt habe ich hier vom CCC geschrieben, weil ich wurde darauf hingewiesen, je nach Sichtweise hat dann auch der ERFA das Problem, weil der CCC sagt ja, lieber ERFA, dein Auftrag ist es, die Beiträge weiterzuleiten. Ob du dafür sorgst, dass du sie bei den Mitgliedern einholst, ist ja nicht dieses Problem des CCCs. So. Ja? Also da gibt es dann auch viele Punkte, wo man darüber diskutieren kann, wie genau das ablaufen soll und wer dann jetzt zu welche Schulden hat. Aber dann gab es also die Abschaffung. Die war für das Office übrigens genauso überraschend für alle. Was war das? Im Oktober, Mitte Oktober hat das Office noch mit dem Vorstand zusammengesessen
und darüber diskutiert, okay, wir haben hier ein paar Probleme mit der Doppelmitgliedschaftsverwaltung, sind wir das durchgegangen, haben das analysiert, haben geguckt, was kann man denn verbessern auf technischer, organisatorischer Ebene und so fort, haben Pläne gemacht und gesagt, okay, wir werden das umsetzen, jenes umsetzen. Und dann kam es plötzlich so die Mail, ja, wir schaffen die mal lieber ganz ab. Da haben wir sauberen Stand, davon ausgehend, da sind wir sicher, dass es sauber funktioniert. So, ist ein bisschen Arbeit, dann kam es auch ein bisschen kurzfristig, ne, war irgendwie 2,5 Monate, Anfang November, glaube ich, kam die Mail, bis Ende Dezember soll die Mitgliedschaft, Doppelmitgliedschaftsregelung abgeschafft sein. Und ja, dann hatte das Office gut zu tun. Aber ich glaube, dass es auch auf Dauer stressfreier sein wird, so für die Mitgliederverwaltung des CCC-Offices, weil wir haben viel automatisiert von den Prozessen, die wir mit den Mitgliedern machen. Und die ERFA-Synchronisation mit den Datensätzen und so weiter war auch viel nachfragen, manuell machen, arbeiten, weil das noch nicht wirklich automatisiert war. Und auch sehr verschieden mit den ERFAs lief. Naja, also die ganze Abschaffung betraf insgesamt 9 ERFAs, die diese Doppelmitgliedschaftsregelung gemacht haben von, wie viel haben wir derzeit? 25? Und betraf ungefähr 600 Mitglieder, also etwas weniger als 10%. Naja. Die Durchführung dann war auf unserer Seite natürlich viel. Erklären, erinnern und ermahnen. Lieber ERFA, bitte gib uns deine CCC-EV-Mitglieder-Daten, damit wir die einmal mit unserem Stand synchronisieren können und sicherstellen können, dass der Stand bei uns wirklich sauber aktuell ist. Muss man ein bisschen hinterherlaufen bei einigen. Hat am Ende eigentlich alles geklappt. Gab viele lange Listen, die wir dann abgearbeitet haben und sichergestellt haben, dass das alles passt. Der aktuelle Stand ist, alle Doppelmitglieder sind jetzt abgeschafft, sind aufgetrennt. Ne? Es gibt jetzt wieder 2 verschiedenen Orten gemanagte Mitgliedschaften. Einmal der ERFA kümmert sich um die Mitgliedschaft im ERFA, CCEV und CCC-Mitgliedschaft. So, und das Einzige, was jetzt übrig sind, 6 Doppelmitglieder, wo wir einfach die gerade einfach nicht mehr erreichen können, weil weder Mail noch Brief antworten sie. Da müssen wir einfach warten, bis sie sich mal melden oder irgendwann vielleicht, ne, wenn man ein Mitglied nicht mehr erreichen kann, hat der Vorstand die Möglichkeit, dieses eventuell dann wohl auch auszuschließen. Aber ansonsten sind wir damit durch, haben es abgeschafft. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es aus Office-Sicht und soweit ich verstanden habe, auch aus Vorstandssicht keinen Grund gibt, dass man grundsätzlich nicht so eine Doppelmitgliedschaftsregelung macht. Die Frage ist nur, wie genau gestaltet man sie? Dass die finanziellen Probleme, die möglicherweise juristischen Probleme, Datenschutzprobleme, die mit sowas auftreten können, alle sauber geklärt sind. Das heißt, so ein Modell, wenn man das jetzt wieder aufsetzen sollte, muss man erstmal ausdiskutieren, wie das ausgehen sollte, muss man ausgestalten und dann langsam einführen. Also es wird kein schneller Prozess sein, irgendwie nach dem Motto, wir machen mal wieder, sondern da muss man erstmal hinschauen und gucken, wie man das gestaltet. So. Ja, so viel zur Doppelmitgliedschaftsverwaltung. Und jetzt würde ich noch einen kleinen Ausblick machen, was es als nächstes geben wird. Weil wir sind ja weiter viel am Basteln an der Mitgliederverwaltung, MVW, ne? Und hier, demnächst in einer Mitgliederverwaltung in Ihrer Nähe gibt es, das werde ich jetzt gleich vorführen, ein neues Antragsformular, das uns mit einem QR-Code viel Arbeit sparen wird. Ich mache erstmal kurz die Vorstellung und danach die Demo. Okay? Wir werden GPG-Keys importieren. Derzeit machen wir ja nur, man gibt uns eine Key-ID oder ein Fingerprint und wir laden den vom Key-Server runter. Natürlich kommt häufig die Anfrage, hey, könnt ihr auch meinen Key nehmen, den ich euch per E-Mail zuschicke? Noch nicht, wird bald kommen. Memory Hole. Das ist der Standard, der entwickelt wurde, oder das ist noch nicht ein fertiger Standard, das ist ein Standardvorschlag zum Verschlüsseln des Subjects von E-Mails. Denn derzeit wird das Subject ja nicht bei GPT verschlüsselt. Die Idee ist ganz simpel, man nimmt den Subject, schreibt ihn in den Body und der E-Mail-Client muss es halt aus dem Body wieder rausnehmen und in den Subject wieder reinsetzen. Thunderbird, Enigmail und so weiter unterstützt das schon. Gibt es auch Python-Module, die sowas basteln, muss man halt irgendwie reinschieben.
Etwas, das vielleicht einige Mitglieder und auch dem Office ein wenig Arbeit erzeugen wird. Ermäßigungsstatus. Normalerweise gilt eine Ermäßigung ja nur für einen gewissen Zeitraum. Es gibt da natürlich Unterschiede. Also zum Beispiel Rentner kommen selten wieder in einen Vollzahlerzustand rein. Aber Studenten sind üblicherweise irgendwann mit ihrem Studium fertig. Allerdings gibt es da wohl einige, die vergessen versehentlich mitzuteilen, dass ihr Studium zu Ende ist. Auch so 10 Jahre später. Ganz peinlicher Fehler, passiert uns allen. Aber man könnte ja mal in Zukunft zum Beispiel eintragen, bis wann eine Ermäßigung gilt. Und danach macht es in der Datenbank klack und du musst erstmal wieder Vollzahler sein oder einen Ermäßigungsnachweis nachreichen. Ja. Ruhende Mitglieder regelmäßig anschreiben. In der Satzung steht, wer seine Mitgliedsbeiträge nicht zahlt, ist ein ruhendes Mitglied. Und wie war das irgendwie, die Rechte des Mitglieds ruhen oder sowas? Da gibt es auf jeden Fall eine Regelung, dass wir ruhende Mitglieder haben. Diese ruhenden Mitglieder stehen also in der Datenbank, wo halt ein Fleck dran ist, ne? Nicht aktiv. Viele vergessen, glaube ich, dass sie da noch drin stehen. Wäre doch super, wenn wir die nochmal dran erinnern würden. Hey, übrigens, du bist schon seit x Jahren bei uns als ruhendes Mitglied. Denk doch mal drüber nach. Möchtest du wieder reaktivieren und richtiges Mitglied werden? Kannst auch aussteigen oder weiter ruhendes Mitglied bleiben. Aber ne, dass einfach nur mal diese Mail rausgeht, ändert euch mal dran. Unerreichbare Mitglieder den Vorstand zum Ausschuss vorlegen. Da freut sich der Vorstand, weil dann darf er sich Listen angucken und ja, nein sagen und sowas. Wir haben halt einfach ziemlich viele Mitglieder, die wir weder per Mail noch per Brief erreichen. Wir brauchen diesen Prozess, dass wir da die aus der Datenbank raussortieren, dem Vorstand vorwerfen, wird es dann auch demnächst geben. Ja, aber wenn ich sage demnächst, dann spreche ich übrigens nicht von einer Woche oder 2 Wochen, ich rede hier von Monaten. Ja, also keine zu hohen Erwartungen bitte. Ich werde mir Mühe geben, aber derzeit bin ich noch ziemlich allein beim Implementieren der neuen Features. Okay, jetzt mache ich einmal kurz die Demo. So. Ich stelle einmal mein Display ganz kurz um auf Spiegelung hier, denn dann seht ihr, was ich hier sehe. Ich kann nämlich nicht mit dem QR-Code-Scanner auf dem Beamer-Bild scannen. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. So. Die Webseite wird ungefähr so aussehen. Ich mache das mal ein bisschen größer oder vielleicht auch nicht, weil das nicht will. Könnt ihr das lesen? Ihr könnt das lesen? Sehr gut. Das ist eine Webseite, die dann an der Stelle, wo der Link auf das Antragsformular auf ccc.de steht, erscheinen soll. Ja, man kommt ein Mitglied an, kann dann auf Satzung, FAQ klicken, kann die lesen, kann sagen, hey, ich möchte mal ermäßigt sein und kann hier seinen Namen angeben, so irgendwie, ne? Und, Adresse eingeben, bla bla bla. E-Mail-Adresse, das ist wichtig, das wird sogar geprüft bei der Eingabe, das ist eine gültige E-Mail-Adresse, das ist was total praktisch ist, weil dann kann man auch sicherstellen, dass man die danach anschreiben kann. Das ist schon Wahnsinn. So, hier der Hans. Und man kann seine GPT-Key-ID eingeben. Man kann auch einen Kommentar darunter schreiben. Manche Leute machen das immer gerne so. Oh, ich finde das immer so schön, das Lob zu sehen. So, dann klicken auf... Was? Was habe ich denn falsch geschrieben? Nicht lang genug, genau. Ja, wir erfordern inzwischen die 16-Stelligen, ganz klar wegen der Evil-32-Attacken auf... also ne, die Fake Keys mit dem identischen 8-Zeichen-Fingerprint. So, dann sage ich hier drucken. Und dann kommt ein PDF raus. Ja. So, und dann sieht das PDF so aus. Oder auch nicht. Warum sind denn die Sachen da nicht? Drucken. So, da sind die Sachen drauf, aber jetzt will ich ja eigentlich, dass das in diesem PDF, das ich vorbereitet habe, landet. Da sind die Daten angekommen. So. So, und jetzt seht ihr auf der linken Seite, hier, da ist so ein kleines Demo-Programm. Ich mache nochmal kurz echtes deutsches Keyboard, damit das gleich funktioniert.
Und dieses Demo-Programm liest dann einfach, was der Scanner aus diesem QR-Code liest. Und dann halte ich den Scanner hier so davor. Bam! Und ich habe einen schönen Dictionary in JSON, Python Dictionary, dass ich dann in die Datenbank einfach direkt reinfüttern kann. Also nicht in die Datenbank, sondern erstmal in die Mitgliederverwaltung, die es dann in die Datenbank füttert. Ja, genau. Dafür haben wir so einen schönen kleinen Scanner hier. Der kann gut QR-Codes lesen. Kann er auch von Displays ablesen, wie ihr gerade gesehen habt. Und damit hoffen wir uns, dass wir in der Zukunft die Arbeit des Abtippens der Mitgliedsbeiträge einfach machen können. Denn das ist tatsächlich noch einer der manuell aufwendigsten Schritte im Office. So. Ja. Online-Antrag mit Kombination erste Überweisung vom Konto wäre doch auch eigentlich Überprüfung genug. Ich bin kein Jurist. Wir machen das immer so. Wir können das gerne mal überprüfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mit Datenschutz, mit vereinsrechtlichen Regelungen aussieht bezüglich, wann ist ein Antrag rechtsgültig, also welche exakten Formbedingungen muss der erfüllen. Ich weiß, dass es die derzeitige Variante, die wir schon ewig machen, wohl tut. Aber man kann da sicherlich mal drüber gehen und überlegen, kann man das irgendwie geiler, hübscher machen, was genau sind aber die rechtlichen Anforderungen, sollte man vorher klären. Noch eine Frage, ja. Warum ist da in dem QR-Code ein Python-Dictionary und nicht ein zum Beispiel JSON? Ist das ein absichtliches CTF oder was soll das? Da drin ist tatsächlich JSON in Base64 encoded. Ich habe es nur hier als Dictionary mir ausgeben lassen, weil ich als Dictionary einfach brauche, um das in die Datenbank bequem reinzuschieben. So, ich wollte euch ja noch... eine Frage hier vorne. Warum ist der Familienname in Großbuchstaben geschrieben? Der Familienname gerade eben war in Großbuchstaben geschrieben, weil ich versehentlich auf Caps Lock gedrückt habe, als ich es eingetippt habe. Ach so, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ja, also, von meiner Seite ist der Vortrag abgeschlossen. Da ist noch eine Frage, ob das Mikro kommt. Wenn ich komplett UTF-18 heißt es, ich kann Emojis in meinen Namen mit reintun? Ja, du kannst Emojis in deinen Namen reintun. Das reicht mir als Antwort. Ich habe nur eine Bedingung. Bitte sorg dafür, dass der da noch an deinem Klingelschild steht oder an deinem Briefkasten. Ja, kein Ding. Ja. Okay, so. Da drüben, Ari. Folgeanmerkung, also so Briefversender und sowas können nicht unbedingt mit UTF-8 umgehen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Die rennen da teilweise halt die Hexcodes rein zum Beispiel. Wie gesagt, bitte schreib das, was der Briefversender aus deinem Namens- und Adresseintrag macht auf deinen Briefkasten. Von mir aus darfst du da auch Hexcodes reinschreiben oder falsch escapte Sachen. Zu der Doppelmitgliedschaftsabschaffungsabwicklungsinitiative. Hast du ein Feedback aus den ERFAs, aus den Betroffenen bekommen, wie die damit zurechtgekommen sind? Also ich meine, klar, du hast natürlich jetzt mehr die Office-Perspektive, aber du wirst ja mit denen Kontakt gehabt haben. War das für die auch so ein Hassel oder war das deutlich einfacher oder sind die alle verzweifelt oder wie war so das Stimmungsbild da? Das Feedback war tatsächlich sehr durchmischt. Also einige ERFAs waren so, ja klar, hier ist die Datenbank, hier bitte... So gefühlt eine Stunde später, ja. Bei anderen ERFAs war es 2,5 Monate später nach der Deadline irgendwie, also ein paar Wochen nach der Deadline immer noch so, ja, Moment, wir sind da noch dabei, unseren alten, inzwischen nicht mehr im Club aktiven Mitgliedsverwaltungsmenschen wieder zu finden oder wir haben hier aus irgendwelchen CSV-Dateien, die wir in unserer Verwaltungssoftware gefunden haben, was zusammengestellt und wir recherchieren gerade nochmal in den Mitgliedsanträgen aus, sehr viele Jahre zuvor oder sowas. Also es war wirklich alles dabei. Es war insgesamt war allerdings, würde ich sagen, so bei 2/3 lief es ziemlich einfach und gut. Ja. Da vorne nochmal. Gab es keine Datenschutzprobleme dabei, denn die Mitglieder, die Doppelmitglieder in ERFAS waren, hatten dort ihre Daten abgegeben.
waren die RFAs berechtigt und verpflichtet, diese Daten weiterzugeben? Also, wie gesagt, ich bin kein Jurist und kein Datenschützer. Folgendes ist aber... Entschuldigung, ich bin Datenschützer, ich bin kein Datenschutzbeauftragter. Mir fehlt die formale Ausbildung an der Stelle. Ich habe, wie ich auch ganz am Anfang sagte, wie das genau geregelt wurde, als es aufgesetzt wurde vor, ich weiß es nicht, 20 Jahren, kann ich dir auch nicht sagen. Da muss man wirklich mal die alten Hasen fragen. Auf jeden Fall haben wir auch gesehen, dass das nicht einfach zu regeln ist. Und ist durchaus einer der Gründe, warum er gesagt hat, bevor man sowas nicht vernünftig, sauber, alles klar aufsetzt und sich da ganz klar ist, macht man das lieber nicht mehr. Also ich muss auch sagen, ich bin da jetzt nicht in die Thematik weiter eingestiegen. Ich weiß, dass es mit der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt da im 1. Mai kommt, auf jeden Fall problematisch werden kann. Das Problem bei der Datenschutzgrundverordnung ist allerdings auch, dass noch unklar ist, wie exakt die ganzen Regelungen auszulegen sind in der tatsächlichen Umsetzung. Auf Vereine insbesondere, ja. So. Zu den Mitgliederzahlen auf dem Kongress wurde, glaube ich, was berichtet von etwas über 9.000 Mitgliedern. Jetzt hast du halt, gesagt, stopp. 6.000 und... Nein. Es wurde mitberichtet, dass, Entschuldigung, ich habe nicht tatsächlich den Jahresrückblick gesehen, aber das Over 9000 bezog sich auf die Chaos-Nummer, nicht die Anzahl der Mitglieder. Die Anzahl der Mitglieder ist niedriger, weil die Chaos-Nummer wird immer hochgezählt, aber Mitglieder steigen ja wieder aus. Das heißt, die Chaos-Nummer ist derzeit bei bald 13.000 oder sowas, aber wir sind bei den Mitgliedern auf ungefähr etwas über der Hälfte nur. Und es gab noch keine Streichung von nicht erreichbaren Mitgliedern? Noch nicht. Weil ich hatte mal, glaube ich, in einem Vorstandsprotokoll was gelesen, dass über 2000 irgendwie gestrichen wurden. Hat nicht stattgefunden. Ich nicht, während ich im Office war. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, oder? Gut. Also ein Part, den du... noch nicht ganz drin hat es ein Part der Doppelmitgliedschaften war halt, dass es dadurch die Möglichkeit gab, die es jetzt halt so nicht mehr gibt, anonym oder pseudonym im CCC Mitglied zu sein über die Doppelmitgliedschaft. Du konntest dich in Köln melden, konntest sagen, hallo, ich heiße Homer Simpson, ich möchte gerne, also dein lokaler RFA kennt dich, der weiß, du bist der Vollkorn, aber du meldest zum CCC Office, hallo, wir haben ein neues Mitglied, Homer Simpson. Adresse ist die von unserem Hackerspace und der ist ein ordentliches Mitglied. Das Office hat eine Chaosnummer vergeben, derjenige hat ordnungsgemäß im Prinzip seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt und konnte dann entsprechend die Services des Clubs, wie zum Beispiel ermäßigten Eintritt beim Kongress, in Anspruch nehmen, ohne dass irgendwo in der Datenbank bei irgendwem, weder beim lokalen Erfer noch beim CCC, halt drinsteht, Hans Meier, wohnhaft in Bla, ist Mitglied im Chaos Computer Club. So, und dieses Feature gibt es halt nicht mehr, also das ist halt der Part. Und aus dieser grauen Vorzeit, wo wir das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch durchaus exzessiv ausgelebt haben, gab es halt Tatsache für verschiedene RFAs dieses massive Eintrag. Also 2000 halte ich für deutlich zu viel. Wenn du die Zahl gehört, gerne, halte ich für zu viel. Aber ich weiß zum Beispiel, dass bei uns waren es irgendwie 20 oder so. Also das kommt auch so über die Jahre ungefähr hin, Tatsache. Ja, also aus... Aber das zumindest ein Teil davon. Aus Office-Sicht, also ich sehe sowas sehr problematisch, wenn man anonyme Mitglieder in der Datenbank hat. Ne? Und darum habe ich auch eigentlich immer schon als Office darauf hingewirkt, das zu vermeiden. Und ja, das ist jetzt tatsächlich nicht mehr der Fall. Das haben wir nicht mehr in der CCV-Mitgliedsdatenbank. Und das ist auch wieder ein Teil, wo RFAs eben unterschiedlich gehandelt haben und auch nicht unbedingt in Absprache mit den aktuellen Vorständen. Ne? Also das ist... Richtig, die Vorstände ändern sich über die Zeit und das ist dann auch so, ein neuer Vorstand muss sowas auch wissen. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Probleme bezüglich Mitgliedsverwaltung mit dem Finanzamt oder Steuerberater bei der Buchung oder sowas, weil das stelle ich mir auch kompliziert vor. Ich als CCC Office habe damit dann nichts mehr zu tun. Da würde ich dann den Vorstand fragen. Ich
Gut, da drüben hat ein Vorstandsmitglied gesagt, bisher keine Probleme.